Ein strahlender Verwaltungsratspräsident hier bei mir, der Andreas Spindler. Andreas, erzähl schnell selber den Zuschauerinnen und Zuschauern, wo sind wir? Wir genießen einen Tag der offenen Tür. Wir sind hier in der neuen Geschäftsstelle von der Inter GGA in Rheinach. Erzähl mal, wenn du zurückschaust, so die letzten 20 Jahre, die haben jetzt ein Jubiläum auch. Was weißt du von der ganzen Geschichte? Wie ist das alles mal zustande gekommen? Es gibt da, glaube ich, eine Anekdote. Ja, also ich weiss noch aus der Geschichte, dass man früher mal vermeiden wollte, dass ein Haufen Antennen auf den Balkon und auf den Dächern entstehen. Und darum haben sich mal Gemeinden zusammengenommen und damals das Kabelnetz gegründet, der Verbund. Andreas, wie hat sich denn die Inter GGA weiterentwickelt? Also dann war es so, dass gewisse Gemeinden sind weggegangen sind, sind aber auch wieder neue dazugekommen, wie zum Beispiel Münchenstein, Rodersdorf, Biel-Benke. Das sind Netze, die wir gekauft haben. Und was ganz neu ist natürlich, dass wir über Telefondosen kommen und dort können Signal senden, Internet senden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das wird uns Perspektiven auch in Zukunft geben. Bleiben wir bei der Zukunft. Was ist dein Wunsch, wenn ich am Anfang des Gesprächs gehe, sage ich, das ist klar, weg von der Antenne? Also mein Wunsch ist natürlich, dass die Inter GGA weiterhin ein KMU bleibt, das Leute beschäftigen kann, das Arbeitsplätze zur Verfügung stellt und einen Service, einen Mehrwert an Kunden hier in der Region bietet gegenüber nationalen Provider wie Swisscom oder Sunrise. Oder? Das ist für uns wichtig. Wir sind von hier und wir wollen lokal die Leute hier betreuen. Jetzt ist bei mir der Chris Lützelschwab. Chris, sag mal, was hat eigentlich zu dieser Veränderung geführt? Warum haben ihr disloziert? Haben ihr zu wenig Platz gehabt? Ja, das ist genau so. Also die Inter GGA ist seit dem Gründungsjahr ist sie dort in den Büroräumlichkeiten gewesen und ist immer mehr gewachsen. Und jetzt ist es so, dass wir ich hätte nicht einmal jemanden können anstellen. Also wir sind wirklich sehr enge Platzverhältnisse und das ist echt der Schritt, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir rausgehen und uns neue Büroräumlichkeiten suchen. Und da haben wir jetzt den Platz, den wir uns schon lange gewünscht haben. Also wir haben jetzt auch mal hier einen Arbeitsplatz, Sitzungszimmer, wo man sich auch zurückziehen kann, zum so Fokusräumen, wo man ruhig arbeiten kann. Wir haben jetzt auch einen Aufenthaltsraum, den wir vorher nicht hatten, wo wir alle miteinander das Mittagessen können. Das sind so Basics, die wir jetzt heute haben und auch sehr schätzen. Und auch die Mitarbeitenden schätzen das sehr. Was tun ihr eigentlich hier innen alles bewerkstelligen? Also wir haben verschiedene Abteilungen drin. Also, ich nehme jetzt mal das Marketing, das ist nach außen am sichtbarsten, wo wir verschiedenste Werbekanäle bespielen. Also die klassische wie Plakatwerbung, Inserat, aber auch Social Media. Das muss man heute, dass man auch sichtbar ist und das erwarten auch Kunden, vor allem die Jungen. Das zeigt sich garantiert nachher wieder im Daily Business. Was habt ihr denn jetzt alles in petto für eure Kunden? Ja, seit dieser Woche gibt es ein neues Portfolio, wo man einfach als Basisangebot das Internet nehmen kann. Wenn man sagt, ich möchte das und nicht mehr, dann kann man das haben mit sehr hohen Geschwindigkeiten, also bis 10 Giga. Das ist das, was der Markt auch verlangt, das können wir bieten. Und dann kann man sagen, ich möchte noch TV dazu nehmen mit Replay oder Festnetz, mit Flatrate und Mobile natürlich auch mit Flatrate. Da kann er sehr individuell aus dieser Palette wählen und das Paket zusammenstellen, das für ihn am besten stimmig ist.